Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschaltet hast zum Thema Trinkwasser. Denn wie du weißt, befinden sich sehr viele Medikamentenrückstände im Trinkwasser, genauso wie Mikroplastik oder andere Giftstoffe. Und mich würde einfach mal interessieren, wie kann ich diese eigentlich filtern und vor allem, wie kann ich mein Wasser danach wieder beleben? Das und viele andere Fragen habe ich heute an Marcel Miska und an Jens Förster. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Interview. Hallo Marcel, hallo Jens. Ja, Schön, hallo. dass ihr in Dresden seid. Herzlich willkommen in unserem Danke. Studio. Schön. Wir reden heute über das Thema Wasser. Und ich möchte erstmal ganz gern von euch wissen, was für Schadstoffe befinden sich denn überhaupt generell in Trinkwasser? Ja, da würde ich gleich mal zu sagen, 30.000. Wenn wir die jetzt alle aufzählen, können wir uns über nichts anderes mehr unterhalten. Also Wissenschaft geht von circa 100.000 Stoffen im Wasser aus. Du fragst nach Schadstoffen, circa 30.000. Ja, also wenn ich die jetzt einzeln benennen würde, würden wir heute nicht mehr fertig werden. Können wir in den Grundstock mal reingehen der Gesetzmäßigkeiten? Da gibt es eine Trinkwasserverordnung und eine Tafelwasserverordnung. Wenn es um die Trinkwasserverordnung geht, sprechen wir über die Gesetzmäßigkeiten des Leitungswassers. Und bei der Tafelwasserverordnung geht es um die Beschaffenheit des sogenannten Mineralwassers oder des industriell hergestellten Wassers. Und wenn man da einfach mal schon die Sicherheit haben möchte, welche Stoffe drin sind, braucht man da schon diese Gesetzmäßigkeit nochmal genauestens beleuchten. Da muss man bei der Tafelwasserverordnung, also beim Mineralwasser, werden nur 16 Stoffe geprüft von diesen Zahlen, die wir davor schon genannt haben. Und bei der sogenannten Trinkwasserverordnung sind es 32. Ja. Das Einzige, wo wir bei der sogenannten Aufbereitung des Wassers im Wasserwerk ausgehen können, ist, dass wir noch die sogenannte Leitfähigkeit gemessen bekommen und den pH-Wert. Das ist dann im Endeffekt die sogenannte Aussagekraft für den Bürger, dass das Wasser sauber sein soll. Aber wie gesagt, da können wir später noch mal tiefgründiger drauf eingehen. Wenn ich jetzt so an Trinkwasser denke, dann denke ich vor allem daran, dass ich kein Mikroplastik drin haben möchte. Und dann denke ich vor allem daran, dass ich keine Medikamentenrückstände drin haben möchte. Wie stark ist denn das Wasser damit belastet? Das ist schwierig zu sagen. Es gibt natürlich verschiedenste Tests, die man auch mittlerweile schon in den sogenannten Mainstream-Medien gemacht hat und auch tatsächlich in Mediatheken zu finden sind, dass Plastikbestandteile im Wasser sind. Ich erinnere da an eine Dokumentation, die sogar im Free TV zur Hauptzeit gelaufen ist, wo darüber berichtet wurde, dass es Mineralwasser gibt, wo man alle 100 Milliliter über 100 Schwebteilchen mit einem Plastikteilchen drin hat. Welche Größe, ob es Nanopartikel oder irgendwelche Partikel verschiedenster Größen sind, das kann ich jetzt nicht direkt sagen. Aber definitiv können wir davon ausgehen, wenn die Hülle Plastik um das Wasser gemacht wird, dass Plastikteile enthalten sind. Ja. Bei Medikamenten. Ja, natürlich kommt ins Grundwasser durch Waschmaschinen oder Waschmittelrückstände und andere Sachen vieles ins Grundwasser, was natürlich auch wieder in die sogenannte Aufbereitung kommt. Wir können davon ausgehen, dass die Wasserwerke nicht wirklich die Möglichkeit besitzen, alle dieser Stoffe herauszufiltern. Deswegen ist davon auszugehen, dass Medikamentenrückstände und Arzneimittel halt zu finden sind, die zu Großteilen aus diesen sogenannten Altenheimen oder Krankenhäusern natürlich dann ja, abgeführt werden. Ja. Circa so, wenn man sich ein bisschen beliest, dass 70% der Medikamente durch den Urin wieder abgegeben werden. Also 30% bleiben ungefähr im Körper, 70 gehen durchs Abwasser wieder in den Kreislauf und Mineralwasser und auch Leitungswasser wird auf Medikamentenrückstände nicht geprüft, weil teilweise auch keine Prüfverfahren bestehen. Man könnte vielleicht noch beweisen oder sagen, das und das ist im Wasser, aber die Anzahl, die Menge kann nicht bestimmt werden. Also bei 30.000 verschiedenen Stoffen kann man sich auch vorstellen, was das für ein finanzieller Aufwand ist, diese Stoffe alle selbst zu prüfen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen ja, der Pfeffer oder der Hase im Pfeffer. Und ich möchte noch dazu sagen, Medikamente sind teilweise auch so hergestellt worden, dass sie gar nicht filterbar sind durch die Wasserwerke. Deswegen kann man ganz klar sagen, die Wasserwerke, die können da nichts dafür, weil die Filtertechniken, um das zu filtern, die sind einfach noch nicht vorhanden, beziehungsweise man kann diese nicht ins Wasserwerk integrieren, weil einfach, wie gesagt, die Kosten explodieren würden.
Ich glaube, das ist vor allem bei Hormonen so, ne? Also Antibabypille muss ja auch sehr extrem sein. Was auch sehr schlimm ist, Aluminium im Trinkwasser und auch in der Nahrung zählt es ja zu den höchsten Belastungsfaktoren, sage ich mal. Wie verhält es sich denn aktuell mit Aluminium im Trinkwasser und woher kommt das überhaupt? Wie wird es aufgenommen vom Körper? Also wie kommt es in das Trinkwasser? Natürlich löst sich das Aluminium auch aus dem Gestein. Das heißt, wenn Wasser in die Erde oder auf die Erde prallt und in die Gesteine nach unten fließt, löst sich Aluminium. Gibt natürlich auch die, kommen wir wieder eigentlich ein Thema zurück zum Thema Plastik, dass auch dadurch sich Aluminium ins Wasser löst. Davon möchte natürlich rundherum niemand was wissen, aber ich glaube, wenn die Menschheit sich beschäftigen würde damit, was tatsächlich, wie Plastikflaschen auch hergestellt werden und wie Aluminium in die Erde kommt, durch welche Verfahren, die Menge, wie gesagt, kaum bestimmbar, aber es ist im Wasser, es ist auch nachweisbar und ich frage mich grundsätzlich immer, wieso es dafür überhaupt Grenzwerte gibt, warum man es nicht komplett rausnimmt, wenn man doch weiß, dass es für den Menschen schädlich ist. Es gibt ja auch noch ein Verfahren, wo vom Wasserwerk Aluminium dem Wasser zugesetzt wird zur Ausflockung. Genau, also, das kenne ich auch. Darum geht es und da bleiben natürlich Rückstände im Wasser zurück. Und vor allen Dingen, es geht dann einfach wieder um die Grenzwerte. Die Grenzwerte werden auch vom Wasserwerk bestimmt und dementsprechend ist das Wasser immer gut, wenn es aus dem... Und da macht man ja auch gerade Aluminium für Alzheimer verantwortlich, ne? Ja, genau. Aber du hast es ja schon richtig angesprochen, Jens, es ist ja natürlich nicht immer das Wasserwerk schuld. Auch eine große Schuld tragen alte Leitungen. Wie sieht es denn aus mit Blei in Leitungen? Also grundsätzlich verboten. Selbst die privaten Hausbesitzer wurden verpflichtet, Bleirohre zu wechseln. Aber kontrolliert wird es wahrscheinlich eher selten. Schwierig, oder? Ist es sehr schwierig, das zu kontrollieren, genau, weil die meisten Wasserleitungen sind halt nicht sichtbar, sind irgendwo verbaut und vor allen Dingen in alten Gebäuden, ja, müsste man wirklich mal schauen, bei jedem zu Hause. Ja, wenn ich jetzt so als Mieter in einem Mehrfamilienhaus bin, habe ich da die Möglichkeit, das irgendwie herauszufinden? Das geht wirklich, also das würde ich dann einschicken, wenn ich mir unsicher bin, kann man das wirklich in Labore einschicken. Also für Blei gibt es auf jeden Fall Richtwerte und auch Testverfahren, wie man Blei nachweisen kann im Wasser. Nun gibt es ja auch Schadstoffe, die Energie im Wasser beeinflussen. Das ist ja auch so ein großes Thema, Energie im Wasser. Wie weit können da diese Stoffe das Wasser beeinflussen? Gehen wir jetzt mal direkt zum Leitungswasser. Allein wenn ich schon sehe, dass ein Druck entsteht, der das Wasser durch die Rohre drückt und durch eine Neigung von 90%, wo das Wasser quasi gegenprallt und wieder in die andere Richtung schießt oder in die weitere Richtung, im weiteren Verlauf der Rohre, dadurch zerstöre ich ja schon das Wasser. Also kann man sich vorstellen, so ein Aufprall bei der Formel 1 gegen eine Leitplanke ist sicherlich auch nicht förderlich fürs Auto oder für den Menschen, der da drin sitzt. Und so geht es dem Wasser im Grundsatz auch. Deswegen sprechen wir ja über dieses sogenannte Gedächtnis und diese Energie im Wasser, die dafür vorhanden ist und eigentlich nötig ist, um gewisse Funktionen im Endeffekt auch zu erfüllen. Das ist ja eine Lösungsfunktion, die dieses Wasser hat. Und die Transportfunktion, die wird ja durch Druck, wie gesagt, da erzeugt. Im Endeffekt sind die alle diese Stoffe, die sich in dem Wasser befinden, eine Blockade oder stellen eine Blockade dar, dass das Energiesystem des Wassers wirklich 100% vorhanden ist. Also würde ich auch so formulieren, eigentlich alle Stoffe, die im Wasser sind, beeinflussen die Energie des Wassers, weil das Wasser sich nicht mehr so bewegen kann, wie es sich eigentlich bewegen möchte, weil es Stoffe mit sich trägt und dadurch schon das Energieniveau definitiv beeinflusst wird. Das ist auch egal, was es für Stoffe sind, es geht einfach nur darum, dass es Stoffe sind. Ja. Nun sind ja Wasserfilter in aller Munde. Inwieweit sind denn jetzt Wasserfilter, sage ich mal, zwingend notwendig und wofür sind sie genau da? Das ist eine super Frage. Es kommt natürlich darauf an, wofür man das Wasser benutzt. Eine Unterscheidung zwischen Brauch- und Trinkwasser wäre definitiv angebracht. Die gibt es auch. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, dass man Wasser, was man zum Autowaschen benutzt, vielleicht nicht so hochgradig reinigen muss, wie Wasser, was ich mir in den Körper zum Zähneputzen, zum Trinken und so weiter. Also die Unterscheidung würde ich da definitiv schon machen. Und dahingehend gibt es dann auch verschiedene Aufbereitungsmöglichkeiten. Ja, also Reinigung würde ich mittlerweile sogar behaupten, ist grundsätzlich immer da notwendig, wo das Wasser
einen gewissen Wert überschreitet, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Gibt natürlich bekannt für jeden grundsätzlich in den Gebirgen, wo das Wasser, sage ich mal, noch so am frischesten schmeckt, wenn man mal an so eine Quelle geht. Da hat man natürlich einen anderen Reinheitsgehalt. Ja? Also wenn ich jetzt nach Thüringen fahre, in die höchste Ebene, dann habe ich ein Wasser, das kann ich von diesem sogenannten gesetzlich zulassenen Messwert, dem Mikrosiemenswert, definitiv schon, ja, nicht 100%, aber schon empfehlen zu trinken, weil es definitiv sauberer ist als in Regionen in Tiefländern. Eine Wasserfilteranlage zu nutzen ist vorteilhaft, wenn es ein hochkalkhaltiges Wasser ist, wo man einfach merkt, dass diese Mikrosiemenswerte in die Höhe schnellen, ja? wo ich merke, dass mein Körper mehr Regulationsformen annehmen muss oder mehr Regulationsarbeit hat, als es sein sollte. Also ich würde einfach auch sagen, grundsätzlich bei Trinkwasser sind Filter notwendig. Ja. Also so wie Jens das auch gerade sagt, selbst in den Hochebenen mit irgendwelchen Quellen, Mikroplastik ist heutzutage 3 Tonnen Meter. Nachweisbar ist in der Antarktis, nachweisbar, hat was mit dem Abrieb von den Autoreifen zu tun. Also wir mit unseren Autoreifen sind eigentlich für diese große, wie sagt man, Partikelflut jetzt eigentlich verantwortlich. Mhm. Und die sind so klein und so durch die Luft verteilt, dass man, wie gesagt, selbst auf den höchsten Bergen heutzutage Mikroplastik nachweisen kann. Und wenn ich das Wasser trinken möchte und mir sicher sein möchte, dass kein Mikroplastik drin ist, ohne Filter, keine Chance mehr. Also sollten sozusagen alle heutzutage irgendwie einen Filter haben. Für ihr Trinkwasser, ja, definitiv. Fürs Trinkwasser definitiv. Ja. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel krank bin, also man kann ja tatsächlich mit Wasser auch viele Krankheiten wieder regenerieren, sage ich mal. Woher weiß ich denn, was für ein Wasserfilter überhaupt notwendig ist? Welchen sollte ich denn dann überhaupt nutzen? Ist das dann auch abhängig von dem Wasser, was ich habe oder abhängig von dem, was ich erreichen möchte? Würde ich jetzt allererstes mal so sagen, Heilung durch Wasser sollte man nicht versprechen, ja, aber dass man seinem Körper mit reinem, sauberen Wasser definitiv mehr Möglichkeiten der Regulierung gibt, das sollte definitiv so sein, weil Wasser ist im Endeffekt der größte Energieträger, den wir haben und damit auch der stärkste Regulierer im Körper. Ja. Umso sauberer mein Wasser im Körper, umso bessere Reinigungsmöglichkeiten finden dort auch statt. Auf die Frage nochmal zurückzukommen, wenn ich jetzt die grundsätzliche Reinigung von Wasser betrachte, gibt es ja so viele Faktoren, die man beachten muss. Es heißt ja nicht einfach nur, Wasser muss sauber sein, sondern Wasser muss sauber, rein, energetisch und strukturiert sein. Also quasi so, wie es die Natur uns zur Verfügung stellt, so sollten wir es als Menschen auch zu uns nehmen. Und dadurch, dass wir ja schon vorausgesetzt haben, dass das Wasser so oder so in die Wasserwerke geht, dann in die Rohre reingeht, dann bei uns aus der Leitung rausgepresst wird durch einen Wasserdruck, müssen wir schon davon ausgehen, dass wir gar nicht mehr dieses Urwasser, dieses Naturwasser haben. Wir haben also ein verändertes Wasser, was in unseren Körper reinkommt, die Leitungswasser trinken. Und genauso ist es bei der Tafelwasserverordnung genauso, bei dem Wasser, was in Flaschen abgefüllt wird. Das geschieht alles, wie man es schon mal im Fernsehen gesehen hat. Flasche vor, Wasser rein, Flasche vor, Wasser rein. Alles passiert durch Druck und Deckel zu. Und wenn du es aufmachst und eine Woche später genießen willst, merkst du schon, ob das Wasser wirklich noch frisch ist. Und das liegt ja daran, dass die Bestandteile im Wasser ja auch dafür sorgen, dass das Wasser nicht so lange frisch ist und frisch zu halten ist. Das Wasser braucht ja Bewegung. Umso mehr Teile im Wasser sind, umso weniger Bewegung kann das Wasser oder hat das Wasser, beziehungsweise Energie geht verloren. Ja? Habe ich ein Wasser, was so rein gefiltert ist und dann auch noch energetisch in Hochform gebracht ist, also Naturwasser, dann werde ich auch in meinem Körper die 100%ige Möglichkeit haben, meine Ziele durch Wasser zu erreichen, mit Wasser. Also nicht nur Wasser, sondern mit Wasser. Ich denke auch vielleicht das nochmal zu erklären. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Wasser aufzubereiten. Definitiv wird es mal unterscheiden in Struktur, Energie und Sauberkeit. Für uns ist wahrscheinlich die Sauberkeit immer das Wichtigste. Vergleich das einfach mal mit diesen Industrieländern. Wenn man dort im Fernsehen meistens sieht, irgend so eine braune Brühe, dann denken wir hier bei uns in der zivilisierten Welt, das ist dreckiges Wasser. Und wenn man unser Wasser sieht, wo man den Wasserwerken auch ein großes Kompliment machen darf, kommt es wirklich durchsichtig, klar, es riecht nicht. Das sind auch diese großen Punkte, die beim Wasserwerk im Vordergrund stehen. Es muss durchsichtig sein und es muss gut riechen. Das sind diese Parameter.
Und das hat aber wenig mit der Wasserqualität zu tun. Also es ist ja für uns nur sichtbar. Die Teile sind so klein in dem Wasser, dass wir die einfach nicht sehen. Das ist, wie gesagt, ein guter Standard, den wir hier haben in den Industrienationen. Aber trotzdem sind die Punkte Struktur und Energie extrem wichtig im Zusammenhang mit Wasser. Und das ist auch möglich mit einer Anlage. Also es gibt für jede Form von den drei, die ich jetzt aufgesprochen habe, wahrscheinlich so zwischen 300 und 400 verschiedene Geräte, womit man das erreichen kann. Aber es gibt nur wenige Geräte, die genau diese drei Komponenten vereinen. Und da geht die Reise hin, wenn wir oder über Trinkwasser sprechen. Über die Geräte werden wir noch sprechen. Aber wie sieht es denn aus? Du hast es schon angesprochen, Jens, Thema Kalk, was wir ja viel im Wasser haben. Kann ich den Kalk überhaupt aus dem Wasser filtern? Funktioniert das? Ja, es gibt die Möglichkeiten, wie es uns schon viele Hersteller ja auch vorgemacht haben, wo man sogar Hausgeräte anschließen kann, um Kalk loszuwerden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, über gewisse Energiemodule zu clustern. Das heißt, wir stellen uns einfach jetzt mal diese ganzen, diese molekulare Form so als kleine Kugeln vor. Ja. Wenn ich clustere, dann ziehe ich die ja quasi auseinander, die Teilchen, und zerkleinere die. Und umso kleiner die sind, umso besser kann natürlich dann, oder umso reiner nehme ich das Wasser wahr. Ja? Das Wasser ist nicht sauberer oder reiner. Das kann man auch in verschiedensten Messmethoden auch dann nachweisen. Es ist aber zerstückelter. Also wie gesagt, wenn ich Fleisch in so eine kleine Menge zerstückele, dass ich es kaum noch sehen kann, quasi diese Fleischstücke, ja. So muss man sich das jetzt beim Wasser vorstellen. Die nehmen das Wasser, zerstückeln das so klein, dass man diese Moleküle quasi nicht mehr zusammen hat. Und dann ist natürlich ein ganz anderer Effekt erstmal erzielt. Man denkt, es ist raus, aber es ist nicht raus. Es wird aber auch natürlich auch schneller durchgespült, beziehungsweise das Wasser kann in gewissem Zusammenspiel auch gewisse Funktionen wieder erfüllen. Ja, muss man schon sagen. Wenn man das jetzt zum Trinkwasser ein bisschen bezieht, da ist das schon ein bisschen anders. Da gehe ich jetzt auch nochmal voll auf diese Zahl gerade. Bei der Zahl der Aufbereitungsanlagen, bei den vielen Herstellern, die es da auf unserer Erde gibt, ist es extrem schwierig, in die richtige Richtung zu kommen. Aber die Leute, die es richtig machen, die wirklich alle Mechanismen in eins gefasst haben, da spreche ich erstens mal bei einer Reinigung, muss es mindestens eine vollständige Dampfdestillation oder eine Umkehrosmose sein, damit das Wasser überhaupt sauber gemacht werden kann. Alle anderen Verfahren, also soweit mein Stand der Wissenschaft jetzt ist, machen es noch nicht wirklich möglich, das Wasser zu 100% zu filtern oder auf den minimalsten Stand. Und wenn ich das Wasser im Endeffekt dann noch energetisiere oder gibt ja verschiedenste esoterische Dinge, die man da anwenden kann, und strukturiere, dann werde ich den Zustand eines perfekten Wassers immer näher kommen. Aber grundsätzlich zum Kalk ist wahrscheinlich nicht das Schwierigste, was es gilt rauszufiltern. Also Kalk von seiner Größe her einfach ist viel größer als zum Beispiel Nitrate oder sonst irgendwas. Ja. Also von daher ist Kalk immer eigentlich relativ leicht zu entfernen, auch mit relativ billigen Aufbereitungsanlagen. Das sind so die schweren Stoffe, die man schwierig rausbekommt? Genau, das ist auf jeden Fall Mikroplastik, definitiv. Ah, okay. Also das von Wasserwerken gar nicht, fast gar nicht möglich. Mhm. Also es gibt wohl ein Werk in Kiel, was eine zusätzliche Filterstufe hat, richtig für Mikroplastik. Da gibt es einen schönen Beitrag, die Tricks mit unserem Wasser, heißt der, ist in der ARD-Mediathek, kann man wirklich sich mal angucken, eine Dreiviertelstunde, ist zwar öffentlich-rechtlich, aber da haben sie wirklich mal einen guten Beitrag geleistet zum Thema Wasser. Und sprechen von 75% bekommt diese Anlage von Mikroplastik raus. Also 25% gehen trotzdem wieder in den Kreislauf, 75% bekommen sie raus, sind da auch sehr stolz drauf, dass sie das schaffen. Aber da sieht man eigentlich, wo die Probleme sind. Mhm. Medikamente, genau das Gleiche. Nitrate, genau. Mhm. Und Nitrate sind so von der Größe her, wenn man es so sehen will. Bakterien, Viren. Genau, ja. Das Kleinste. Mhm. Mhm. Was ich jetzt immer sehr, sehr viel lese, ist Osmosewasser. Oder auch die sogenannten Kohlefilter. Was sind denn die Vor- und Nachteile von Osmosewasser bzw. von diesen Kohlefiltern?
Ja, in der Osmose wird das Wasser halt, so wie Jens auch gerade schon mal gesagt hat, mit Druck auf eine Membran gepresst. Und man bekommt da wirklich, also das Tausendstel von einem Haar gefiltert. Also das Millionstel. Millionstel. Mhm. Deswegen genau sitzen wir zu zweit hier. Also es ist schon ziemlich. Also molekular, ne? Also molekular, es ist auch kein Nano. Genau. Es ist halt molekular. Ja. Also auf die kleinste Ebene der möglichen Filterung gebracht, ja. Genau, das ist beim Kohlefilter halt doch ein bisschen größer, wenn man das jetzt einfach mal in Relation sieht. Also ist eine Osmosefilterung einfach feiner als eine Kohlefilterung. Ja. Aktivkohle ist halt, glaube ich, ist halt eher so ein Bestandteil, der dafür da ist, um die Hormone rauszunehmen. Ja, die bindet halt Stoffe an sich, aber so wirklich Kalk und andere Stoffe, sage ich jetzt mal, die eher grob molekular sind, die sind dann schon eher schwierig mit dem Kohlefilter rauszunehmen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da gibt es eine ganz gute Erfahrungsberichte auch in online, wenn man da so ein bisschen durchstöbert, dass der Kohlefilter vom Grundsatz her ein wichtiger Bestandteil einer fertigen Anlage sein kann. Genau, ja? Also einzelnen Kohlefilter zu nutzen, ist meiner Meinung nicht sinnvoll. Aber die haben im Prinzip zwei völlig unterschiedliche Aufgaben. Ja. Der Kohlefilter und der Osmosefilter. Also die beide zusammen in einer Anlage ist sinnvoll. Das wäre sinnvoll. Aber einzeln ist beim Kohlefilter vielleicht auch noch darauf hinzuweisen, wenn man sowas hat und nur einen Kohlefilter nutzt, dass sich in dieser Kohle, also es ist eine Brutstätte für Bakterien. Mhm. Also die sollten wirklich sehr gut behandelt werden, relativ regelmäßig ausgetauscht werden, weil wenn dort Wasser drin steht, in diesen Kohlefiltern sich Bakterien ganz schnell ausbreiten oder verbreiten und dann auch das neue Wasser, was man oben wieder drauf kippt, natürlich auch mit zusetzen. Okay. Ja. Was genau macht denn Osmosewasser aus? Ist das jetzt tatsächlich einfach dieser Prozess, dass das extrem fein gefiltert wird? Aber dann stelle ich mir auch die Frage, ist das Wasser danach nicht irgendwie tot? Also muss ich nicht das dann auch wieder energetisieren sozusagen? Ja, natürlich. Also durch die Umkehrosmose wird das Wasser in seinem Urzustand völlig zerstört. Mhm. Ja. Aber komplett rein gemacht. Alle Bestandteile werden auch rausgenommen. Wasser ist ja das kleinste bekannte Molekül in dem Sinne. Und dementsprechend sind diese Filter, diese Membranfilter so gesetzt, dass dann nur noch das Wassermolekül wirklich durch kann. Ja? Wenn ich jetzt dieses Wasser da durchquetsche, stellen wir uns vor, das ist ein bisschen größer als die Membran, es wird trotzdem durchgequetscht, dann habe ich im Endeffekt einen sehr aufwendigen Prozess für das Wasser betrieben. Und wenn ich dieses tote Wasser jetzt dort habe, muss dieses Wasser natürlich wieder in die sogenannte Ursprungsrichtung hergestellt werden. Ja? Also wir müssen davon ausgehen, dass das Wasser, es ist so, dass das Wasser, was durch Membranfilter gelaufen ist, tot und sehr sauer ist. Mhm. Und jetzt stehen mir zur Verfügung, mich damit zu beschäftigen, welche Möglichkeiten gibt es, dass das Wasser strukturiert, energiereich, pH-Wert neutral aus meinem Wasserhahn rauskommt. Ja, und diese Möglichkeiten muss man, wie gesagt, jetzt in Angriff nehmen, nachdem die Umkehrosmose stattgefunden hat. Hm. Ja. Wie oft muss ich denn dann so einen Filter austauschen? Das kommt natürlich darauf an, wie viel Wasser durchläuft. Also wie viele Personen das auch nutzen. Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dann kommt es natürlich auf die Qualität des Eingangswassers auch aus. Also unser normales Leitungswasser. Allein in Deutschland, da sind wir beide gut aktiv und wissen, dass es da Unterschiede gibt. Also Berlin ist zum Beispiel ziemlich schmutziges Wasser, einfach weil es eine große Stadt ist und gar nicht so viel Frischwasser zugenommen wird. Dann gibt es natürlich vielleicht auch ländliche Regionen, die nicht so von der landwirtschaftlichen Nutzung geprägt sind, wo es gute Wasserqualitäten gibt. Also das ist wirklich von regional unabhängig. Also ja. Und wahrscheinlich auch noch von der Qualität der Filter. Also es gibt ja halt, wie gesagt, für 20 Euro Filter und für 200 Euro Filter. Also die haben schon gewisse qualitative Unterschiede. Mhm. Und das so pauschal zu sagen, ist schwierig. Mhm. Also wenn man es herstellermäßig betrachtet, würde ich einfach sagen, um seinen Regelrhythmus zu haben, würde ich schon empfehlen, ein Jahr. Mhm. Ja, also da würde ich aus persönlicher Erfahrung dieses Jahr schon sagen. Erstens aus dem Sinne, dass man da natürlich von einem Hersteller meist auch Garantie bekommt, wenn man das dann auch einhält oder durch einen Hersteller durchführen lässt, je nachdem wie auch immer. Und ich würde jetzt nicht warten 5 Jahre und dann meinen Filter wechseln. Da würde ich es lieber eher
in engeren Abständen machen als in weiteren Abständen. Wobei da vielleicht dann auch noch dazu zu sagen ist, dass es natürlich auch Wasseraufbereitungsanlagen gibt, wo die Firmen gezielt auf diese Filterwechsel aus sind, um damit Geld zu verdienen. Also wo dann einfach gesagt wird, man muss ja alle 200 Liter, ich sage jetzt einfach mal 200 Liter oder so, den Filter wechseln. Ja. Und damit wird natürlich auch viel Geld verdient. Also da sollte man dann auch mal sich vielleicht nochmal wirklich genauer informieren. Also was ganz positiv ist, was ich zumindest positiv finde, wenn man eventuell sogar in so einer, wenn man sich für Wasseranlagen interessiert, wirklich mit Anlagen auseinandersetzt, wo man auch schon gewisse Messwertmöglichkeiten in der Anlage vorhanden sind, sodass du quasi dieses Wasser auch wirklich erst aus der Anlage bekommst, wenn es wirklich eine super Qualität hat. Ja, das bringt sich an. Ansonsten sollte man sich selber damit beschäftigen, welche Möglichkeiten man hat, das Wasser zu testen. Dafür sind auch wir gerne da, um da gewisse Auskunftsmöglichkeiten zu geben. Ja. Aber ansonsten. Genau, also da gibt es zwar ganz gute Tests, die man noch zu Hause ohne Labor irgendwie durchführen kann, um zu sehen, ob sich an der Qualität des Wassers irgendwie was geändert hat. Mhm. Ja. Jetzt muss ich ja diese Filteranlagen, sage ich mal, auch eben wechseln bzw. entsorgen. Entsteht da nicht auch wieder unnötig Müll für die Umwelt? Ja. Ja, ganz klar. Ja. Aber ich glaube, da fängt es einfach früher an. Wenn das Wasser nicht so dreckig wäre, müssten wir es jetzt nicht sauber machen. Also wo nicht Huhn oder Ei, was war zuerst da? Also definitiv ja. Und da würde ich einfach nochmal diese Unterscheidung wieder machen mit Trinkwasser und Wasser, womit ich mein Auto wasche. Also Wasser fürs Autowaschen, muss das so sauber sein? Muss es Trinkwasser sein, so wie es halt bei uns in Deutschland ist? Also 98% des Wassers, was bei uns zu Hause aus der Leitung kommt, wird für alles andere benutzt, aber nicht zum Trinken. Und von daher da vielleicht irgendwie in der Öffentlichkeit mal eine Diskussion anstoßen, das wäre wahrscheinlich auch für diese Müllproduktion eine gute Sache. Also eins noch dazu, kann man ein ganz einfaches Beispiel machen, wodurch entsteht mehr Müll? Durch einmal im Jahr Filter wechseln oder durch den Konsum von über 365 Plastikflaschen im Jahr? Da kann man es einfach auch mal so sehen. Das ist eine unfassbare Sache, die da durch Plastik in unserer Welt passiert. Und ich glaube, es war eine Studie in Köln, die mal gesagt hat, wenn ich aus ein Jahr lang aus Plastikflaschen Wasser trinke, habe ich eine Plastikflasche selbst gegessen. So ungefähr aus diesem Sinn kann man das betrachten. Und das wirkt auf mich schon ziemlich eklig. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, dass Mikroplastik ja auch gewisse Körperfunktionen außer Kraft setzen kann, beziehungsweise Synapsen blockieren kann, die für gewisse Aktionen im Körper zuständig sind, birgt das natürlich auch eine Gefahr, eine gesundheitliche Gefahr, was ja auch in deinem Kanal sehr gut auch schon gezeigt ist durch verschiedene Sachen. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, dass durch eine Anlage, eine Umkehrosmoseanlage mit Filterwechsel definitiv ein minimales, minimaler Umweltschaden entsteht, im Gegensatz zu dem, was in Wirklichkeit passiert. Da fällt mir auch ein, weil ihr gerade sagt, eben Trinkwasser. Wie wichtig ist denn dann sauberes Wasser zum Beispiel beim Duschen? Also wir nehmen ja auch viel über die Haut auf, auch Mikroplastik. Ist es dann so sinnvoll, sage ich mal, unter Mikroplastik zu duschen oder gar zu baden? Viele machen Basenbäder und keine Ahnung was alles. Aber wenn das Wasser da vielleicht auch so verdreckt ist, wie weit nimmt unser Körper das mit auf? Als allererstes müssen wir das Energiesystem des Körpers betrachten. An welchen, zu welchen Tageszeiten habe ich die meiste Energie und wann habe ich weniger? Ich bin grundsätzlich, finde ich, immer ratsam, früh, am frühen Morgen, nachdem du ausgeschlafen hast, Kraft getankt hast, hast du natürlich die meiste Energie im Körper. Da sollte man sich am besten damit beschäftigen, zu entgiften, indem man Wasser trinkt, von innen nach außen quasi entgiftet. Ja? Und wenn man dann von außen früh am Morgen eine Zugabe von Leitungswasser auf seinen Körper macht und das dann auch in einem warmen Zustand, wo ja die sogenannten, wo die Haut ja noch geöffnet ist, dann tue ich dem Körper nicht unbedingt was Gutes. Ja? Also gerade in Bereichen, wo das Wasser sehr reich an Zusatzstoffen ist aus der Leitung, bin ich immer ratsam und sage, dann dusch lieber kalt, es schließen sich die Poren und dann habt ihr definitiv weniger von diesen sogenannten Schwebstoffen in euren Körper gebracht. Wobei ich auch sagen muss, dass es gewisse Sachen gibt, die der Körper auch braucht. Ja? Antioxidantien, damit kann sich ja jeder nochmal nebenbei beschäftigen, oder freie Radikale. Das sind so Sachen, die ja auch in unseren Körper gehören zu einer gewissen Menge, damit der Körper gewisse Verfahren
machen kann. Aber ich sollte schon darauf achten, wie ich dusche. Ich dusche immer Abend. Ich traue mich auch manchmal, das Wasser in die heiße Richtung zu drehen. Aber da weiß ich, dass mein Energiesystem niedrig ist, die Poren automatisch und so weiter geschlossen sind als am frühen Morgen. Hm. Wir hatten es schon angesprochen, energetisiertes Wasser. Was gibt es denn da für Methoden, um mein Wasser wieder lebendig zu machen? Welche Methoden kennen wir? Ganz einfach. Steine. Ja. Wer sich so mit dem wissenschaftlichen Bereich mal auseinandergesetzt hat, der hat sicherlich schon mal von einem Herrn Schauberger gehört, der nicht nur ein Buch geschrieben hat, auch in Zeiten agiert hat, wo das Reich aktiv war, um es mal vorsichtig auszudrücken, und dadurch natürlich auch verschrien wurde. Aber er hat im wissenschaftlichen Bereich nachgewiesen, dass die Verwirbelung im Wasser einen riesengroßen, unfassbar großen Energiebereich aufzeigt. Das kleine Beispiel, was ich immer bringe, was ich ganz toll finde, ist, man muss im Kopf haben, einen Stein, der mitten im Fluss ist. Und wir sehen, wie das Wasser sich schon anfängt, bevor es auf den Stein prallt, anfängt zu bewegen. In jegliche Richtung verwirbelt, in jegliche Richtung, und dahinter hast du meist ein paar Wellen, ein paar Umschwünge, also Kreise in alle Richtungen. Das ist Energie, die dort quasi entstanden ist, nur durch den Aufprall auf dem Stein. Und dadurch hat das Wasser wieder die Möglichkeit, auch die Schwebstoffe, die aufgenommen wurden in dem Fluss schon, wieder nach außen zu drücken, weil das Wasser will ja sauber bleiben, Wasser will ja in Bewegung bleiben. Wasser ist Energiespender in dem Sinne und möchte weiterhin in Reinheit agieren. Ne? Ich glaube, dass das der große Punkt ist, Bewegung im Wasser. Also unser Leitungswasser steht unter einem Druck sogar noch im System, und da ist keine Bewegung möglich. Und das ist vielleicht auch so ein Tipp für zu Hause, einfach ein Glas Wasser oder zwei Gläser Wasser. Das eine, ein Löffel, 30 Sekunden richtig ordentlich umrühren und dann beide Gläser testen. Schmeckt jeder einen Unterschied, einfach weil das Wasser mit dem Löffel in Bewegung gesetzt wird, dadurch eine Energie entsteht im Wasser und es einfach viel besser schmeckt. Also da sind zwar keine Stoffe raus und vielleicht die Struktur nicht wirklich verändert, aber eine gewisse Energie ist da und die ist spürbar, definitiv. Mhm. Also Bewegung. Wie ist das jetzt, wenn ich Wasser mitnehmen will, zum Beispiel jetzt auch in so einer Glasflasche, ist das dann nicht auch im Stillstand? Ja, es ist definitiv im Stillstand. Wasser hat aber trotzdem immer eine Eigenbewegung und führt die auch fort. Also deswegen Glasflaschen, hier sieht man es auch schön, ist wie so eine Eiform. Also die Eiform ist die perfekte Form, um Wasser eigentlich aufzubewahren. Weil das Wasser durch verschiedene Temperaturschichten sich eigentlich immer wieder selbst bewegt, hoch und runter. Da gibt es ganz tolle Experimente, die man auch zu Hause machen kann, wo man das nachweisen kann. Also Wasser ist ein tolles Element. Wie gesagt, wir sehen ziemlich wenig, was das Wasser macht, aber grundsätzlich selbst aus der Leitung, das hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, es ist immer noch eine gewisse Lebendigkeit im Wasser, eine Restlebendigkeit. Die kann man natürlich steigern. Kannst du ja mal kurz die Experimente noch erzählen, die du selber auch gemacht hast? Können wir noch ein paar schöne Fotos mit einblenden? Genau. Also was natürlich sehr viel Spaß macht, ist das Einfrieren von Wasser. Also die meisten, die sich mit Wasser beschäftigen, kennen das wahrscheinlich von diesem Professor Dr. Emoto, der die Wasserkristalle fotografiert hat. Ich finde es lustig, sieht schön aus, aber ist natürlich für einen normalen Menschen zu Hause unmöglich. Und da, ich glaube, minus 5 Grad waren in seinem Labor, und diese Kristalle zu fotografieren. Es geht einfach mit Wasser einfrieren in schönen Gläsern, die ein bisschen nach oben offen sind, dass die Gläser nicht zerplatzen, und dann kann das jeder zu Hause einfach mal testen. Und von daher ist es schön, dass du denn die Bilder mal zur Verfügung stellst, wie ein strukturiertes, energetisiertes Wasser aussieht im Gegensatz zu Leitungswasser. Wenn ich natürlich nur Leitungswasser zu Hause habe und kein Gegenbeispiel, ist es schwierig, aber schön. Danke. Was kann man denn dann sehen zu dem gesäuberten Wasser im Gegensatz zu den nicht gesäuberten? Die Kristallform des Wassers, die Moleküle, wie sie sich zusammenfügen zu einer sogenannten, im Wasser erkennbar als Sternform, so ein bisschen würde ich sagen, oder wie so ein Mikado auseinandergefallen, wenn es sauber gefallen ist. Und also ich finde es spektakulär. Wir haben schon mehrere Leute kennengelernt, die diese Experimente wirklich durchgeführt haben und wo sie einfach selber fasziniert sind, wenn sie einfach mal farbiges Licht drauf gesetzt haben, um einfach jeden abgehenden Zweig aus diesem Kern wirklich wahrzunehmen, und dagegen das Leitungswasser hinzustellen, na, das sieht aus wie ein Klumpen, vorsichtig gesagt. Kommt natürlich auch wieder darauf an, in welchem Bereich du dieses Wasser einfrierst. Aber
Ich möchte, wenn ich Wasser, wenn ich etwas teste, möchte ich es ja durch einen sichtbaren Erfolg, möchte ich es demjenigen, der das testet, ja zeigen. Und das ist durchs Einfrieren einfach perfekt. Ja? Mhm. Also das Experiment Tinte ist so das Prägende. Ja? Also ein Glas mit Leitungswasser und eins mit einem sauberen Wasser einfach mit Tinte versetzt. Da siehst du einfach, wie sich Wasser, darf, also man muss immer wissen, die Tinte kann ja nicht entkommen aus diesem Glas. Ja. Ja? Was macht Wasser? Es bildet wie eine Hülle um die Tinte, wenn es noch funktioniert, das Wasser, damit der Rest des Wassers noch aktiv bleiben kann. Ja? Auf der anderen Seite, wo ich Leitungswasser habe, da ist das komplette Glas mit Tinte vermischt, weil das Wasser keine Kraft mehr hat, weil so viele Bestandteile dort drin sind, die das Wasser beeinflussen, dass dieses Wasser keine Kraft mehr hat, um diese Tinte wirklich zu binden. Ja? Also es ist also übersättigt, ganz einfach gesagt. Ja? Und diese Experimente sind toll. Das schönste Experiment, was ich wirklich mal gesehen habe, das muss ich mal kurz nochmal sagen, ist mit Basilikum. Das Basilikum-Experiment mit hexagonalem Wasser ist perfektioniert mittlerweile. Und allein wenn man so ein kleines Stück von einer Pflanze nimmt und das ins Wasser reinstellt, hast du nach 3 bis 5 Tagen eine klare Wurzel an diesem Blatt quasi mit Strang dran. Das ist phänomenal, das kannst du einpflanzen, das wird eine Pflanze. Mhm. Ja? Wenn ich das mit Leitungswasser mache, siehst du, wie sich so eine kleine dunkle Kapsel unten bildet, wie es zumacht, weil das Basilikum kann in dieser kleinen Form, wie es dort oben ist, kann es nicht diese Stoffe aufnehmen, es kann nicht filtern und das Wasser kann nicht dort eindringen und deswegen schützt sich die Pflanze, solange sie es schafft. Das ist eine Schutzfunktion der Pflanze. Das ist auch ein schönes Experiment. Ja. Was ist denn der richtige Weg, um Wasser zu erwärmen, zum Beispiel eben für Tee? Bleibt dann noch die Energie vorhanden? Oder tun sich dann diese hexagonalen Cluster, sage ich mal, dann eben auch zersetzen? Oder gibt es da auch einen bestimmten Weg, den man, ja, wie man Wasser eben richtig erhitzen kann? Ja, das ist ganz einfach auch zu testen über dieses Einfrieren. Also man könnte jetzt ein normales Leitungswasser einfrieren und ein gekochtes Wasser einfrieren und das dann einfach mal unterscheiden. Und dann sieht man, dass das wahrscheinlich keine großen Einflüsse hat, jedenfalls nicht bei Leitungswasser. Bei einem guten, aufbereiteten Wasser sieht es dann natürlich schon anders aus. Also das ist, denke ich mal, so der... Das heißt, da würde ich dann diese Cluster kaputt machen. Sozusagen. Ja, genau. Sehr erkennbar. Also um auch mal trotzdem den positiven Unterschied beim kochenden Wasser, Leitungswasser oder reines Wasser zu sehen, wäre der Kartoffeltest. Ja, wenn ich eine Kartoffel koche in diesen 2 verschiedenen Wässern, werde ich feststellen, dass der Geschmack in dem reinen Wasser, wo die Kartoffel gekocht hat, wesentlich intensiver und besser ist als in einem Leitungswasser. Mhm. Wir kennen ja, wenn wir so einige Restaurants, die halt diese Kartoffeln wirklich durchkochen noch, kennen wir, dass das der Kern manchmal sehr wässrig schmeckt. Ne? Und das wirst du mit einem sauberen Wasser so nicht haben, weil da kann das Wasser wirklich voll und ganz in die Kartoffel eindringen und dort hat die Stoffe gleichmäßig verteilen. Ja, das ist wieder Energie und Struktur. Ja, und natürlich auch das Kochen durch die Bewegung im Wasser, wenn man Wasser kocht, schmeckt das Wasser natürlich dann auch anders. Also das hören wir auch ganz oft, dass Leute glauben, dass wenn sie das Wasser abgekocht haben, dass es dadurch dann energetisiert ist, weil es in Bewegung ist und irgendwas abgetötet wird. Also da gibt es die verrücktesten Geschichten, was Leute mit ihrem Wasser dann machen und denken, dass es sich dadurch verändert. Wasser verändert sich immer. Also man braucht Wasser bloß angucken oder sonst irgendwie was. Also man kann Wasser auf verschiedenste Art und Weise beeinflussen, wobei Hitze wahrscheinlich nicht das Beste ist. Aber wenn ich jetzt heißes Wasser brauche, worin kann ich das denn am besten erwärmen? Also wie verhält es sich denn zum Beispiel mit Kupferkesseln oder mit Metallen? Oder sollte ich dann einen Glaskocher nehmen? Oder was sind da so die besten, sinnvollsten Materialien, damit ich mir das Wasser nie wieder dreckig mache sozusagen? Also die Antwort ist kurz. Kupferexperte. Du bist ein Kupferexperte. Ja, also schon Glas. Ja. Einfach, weil es, ja, sauber ist und eine gute Möglichkeit. Also die niedrigste Porung hat. Ne? Und Kupfer, es gibt Grenzwerte für Kinder. Das ist irgendwie wichtig. Also Kinder und Kupfer ist wohl nicht so doll. Und es kommt dann natürlich auch immer darauf an, wie lange bleibt das Wasser in diesem Gefäß. Also mache ich es wirklich bloß kurz warm und trinke es dann oder bewahre ich es da in Kupfer auf. Also da sollte man sich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen genauer informieren. Aber zum Wasserkochen, also wir oder ich persönlich benutze Glas. Und das kann man auch noch mal ein bisschen weiter machen. Jetzt, wenn wir noch mal zu so Aufbereitungsanlagen gehen, dann sollte man als grundsätzliche Voraussetzung
schon haben, dass nachdem Umkehrosmose, die absolute Reinigung stattgefunden hat, wissen wir, hat das Wasser ja auch trotzdem, auch wenn es tot ist, die meiste Kraft. Weil dieses Wasser sucht nach Struktur. Das will wieder strukturiert sein und will wieder Energie haben. Deswegen hat es eine unfassbare Greifkraft. Und wenn ich da Plastikschläuche ansetze oder irgendwelche Materialien, die halt absondern, dann werde ich das Wasser nicht positiv verändern, sondern eher negativ. Deswegen ist es eine ganz wichtige Voraussetzung, dass nach der Filterung ein Material verwendet wird, was das Wasser klar, rein und sauber hält. Ja, damit alle weiteren Aufbereitungsmöglichkeiten auch zu 100% und perfekt durchgeführt werden können. Ja, also effektive Mikroorganismen, sowas mal genannt, so nebenbei, sorgt natürlich dafür, dass Wasser wieder Struktur bekommt. Ja? Photosynthetische Bakterien, Hefebakterien, sind da drei verschiedene Bakterienformen, die einfach in eine sogenannte Keramikrolle, kennt eigentlich viele, machen viele in ihr Wasser so nebenbei rein, damit das Wasser Struktur bekommt, sind meist dann auch vorteilhaft in guten Anlagen mit integriert, um eine perfekte Struktur in dieses Wasser zu bringen und damit natürlich auch die Möglichkeit, dass das Wasser die Energie wieder gut verarbeiten kann. Und ja, und wenn das alles in diesem perfekten Material passiert, ich sage jetzt mal Richtung Edelstahl gedacht, ja, dann sind wir schon auf einem ganz perfekten Weg. Kann ich denn das Wasser auch auf mich programmieren? Also ich habe zum Beispiel gelesen, da gibt es so Methoden, wo man das Wasser besprechen kann oder wo man auf ein Blatt Papier irgendwie was Tolles draufschreibt, so ich liebe mich selbst oder keine Ahnung, also halt irgendeine Affirmation und dann das Wasserglas da draufstelle. Funktioniert das? Also habt ihr da mal mit Erfahrungen gemacht oder macht ihr sowas? Also bei uns ist es eher so, also ich persönlich lebe das Wasser, ja. Jens auch. Und da ist es einfach schon der Moment, wo man es trinkt. Also deswegen meinte ich mit Angucken, mit Gefühlen, ja. mit Gedanken verändern wir das Wasser einfach schon. Also wenn man einmal sich dem Thema Wasser widmet und Wasser mit einem Gefühl trinkt oder mit einer Überzeugung, glaube ich schon, dass sich das sofort verändert. Mhm. Und auch das genau in deinem Körper auslöst, was du gerne möchtest. Ja gut, jetzt bin ich aber früh morgens nie so der Gefühlsmensch. Nach dem Aufstehen, schwierig. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich erstmal Kaffee trinken, ich Wasser trinke, aber. Ja. Man kann es auch aufschreiben. Also ich habe schon bei vielen gesehen, dass sie sich unter das Glas zum Beispiel einen Zettel legen, wo Liebe draufsteht oder ja, Erdbeere. Genau. Erdbeere. Und wo sie dann das Gefühl vermittelt bekommen, dass es nach Erdbeere schmeckt. Mhm. Ja, also ich selber habe das noch nicht. Ich empfehle da mal was. Den Nachfolger von dem Emoto ist der Rasmus Gaub-Berghausen. Der macht, ich glaube auf YouTube, glaube ich sogar zu finden, sehr interessante Videos dazu, wie das Wasser darauf reagiert, wenn ich es in Verbindung mit sogenannten esoterischen Gedankengut verbinde. Und unfassbare Sachen, die man da sieht. Ja, der testet das live vor Zuschauern und alles mit Geräten und diesen, das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Also ja, ich würde behaupten, ja, es funktioniert. Ja, es geht alles. Es geht alles. Ja, ich meine, Kraft der Gedanken ist ja auch Energie, ne? Also ja. Von daher, da habt ihr auch schon gesagt, dass man Steine nehmen kann. Was für Steine kann ich denn nehmen? Also das Edelste, was ich sage, bin ich ganz klar der Überzeugung, wie das der Name schon sagt, Edelschungit. Mhm. Ja, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Ansonsten gibt es ja verschiedenste Rosenquarz, hilf mir, Bergkristalle. Ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, was ich selber will, oder? Genau. Okay. Genau. Das ist ja eben wieder das Gesetz der Anziehung. Wenn ich in einen Laden gehe, wo ich 1000 Steine habe oder wo ich irgendwo hingehe und ich entscheide mich für einen, dann ist das der Stein, den ich wollte und der mich wollte. Ja? Und dieser Stein ist für mich dann natürlich energiefördernd. Mhm. Wobei bei Steinen im Wasser auch wieder die Qualität des Wassers natürlich eine Rolle spielt. Wir gucken einfach in die Natur. In einem Fluss liegen diese Steine drin, die von uns ja jetzt rausgesammelt werden, damit wir sie uns zu Hause in irgendwelche Glaskaraffen legen können. Andere Geschichte. Und dann liegt das dort einfach drin. Und in einem Fluss fließt das Wasser vorbei und nimmt dadurch natürlich die Energie und die Struktur von dem Stein auf. Also von daher ist es auch immer so ein bisschen zweifelhaft, das sieht schön aus. Gehe ich mit und das Wasser, wie gesagt, durch seine Eigenbewegung läuft natürlich an diesen Steinen minimal vorbei, aber grundsätzlich sind Steine eigentlich, gehören die in Flüsse und sollten eigentlich auch dort die Energie ans Wasser abgeben. Ja, nochmal dazu. Ja, und Energie, wie gesagt, ganz wichtiger Fakt, finde ich immer. Es gibt diese Bovis-Tabelle, vielleicht schon mal davon gehört. Und wenn wir jetzt einfach mal so an unseren menschlichen Körper denken und dann den mit Wasser versorgen möchten, ist ja eine tatsächlich 100%ige Regulierung erst möglich, wenn der Bovis-Wert 6500 erreicht ist. Ja?
Weil ein Wasser sollte mindestens eigentlich 12.000 Bovis-Einheiten haben, diesen Energiewert, damit das Wasser wirklich förderlich in unserem Körper funktioniert. Und auch da sind wir wieder an einem Punkt, dass eine Energetisierung bei einer Aufbereitung ganz, 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 ganz wichtig ist. Und diese Energetisierung kann nur zu 100% wirksam sein, wenn das Wasser auch Struktur hat. Ja? Durch eine gute Energetisierung bekommt Wasser Struktur, aber es ist halt wichtig, dass das wirklich wie so ein Zusammenspiel ist. Ja? Umso höher der Bovis-Wert, wie in der Pyramide, in der Ginsee-Pyramide, bei 170 oder 80.000, glaube ich, gemessen. Wenn ich so einen Bovis-Wert habe, habe ich ein phänomenales Wasser. Kann ich von ausgehen. Ja? Und wie gesagt, damit einfach mal beschäftigen. Es gibt ganz tolle Bovis-Tabellen. Mhm. Auch wir sagen Leuten, die sich dafür interessieren, oder zeigen den Leuten auch da so die Unterschiede auf. Deswegen, also die Bereitschaft ist auch von unserer Seite da, da tatsächlich gewisse Informationen auch noch nach außen zu geben. Und ja. Das ist auch grundsätzlich, da würde ich gerne nochmal zur ersten Frage zurückkommen. Also wenn wir das Thema Wasser betrachten, wird die Wissenschaft immer weiter vorangetrieben in der Feststellung der Teile im Wasser, aber nicht des Wassers an sich. Also wir können immer mehr Stoffe im Wasser nachweisen. Aber was das Thema Wasser an sich betrifft, so wie Jens es vorhin schon mal gesagt hat, sind vielleicht 10%, wenn überhaupt. Also es stellt einfach so viele Rätsel, das Thema Wasser, dass es für uns also ein schönes Feld ist, sich weiter damit zu beschäftigen. Also es gibt auf der Welt niemanden, der sich dem Thema Wasser irgendwie, also dass man sagen kann, ich habe das Thema Wasser verstanden, das gibt es nicht. Also findet man, das gibt es nicht. Und wenn das jemand sagt, dann ist... Gibt es ja auch dann auch noch einige Bücher, werden wir dann sicherlich auch nochmal auf deinem Kanal dann sehen, die wir auch empfehlen, die man sich einfach zugute tun sollte. Der wissenschaftlich schon ein bisschen weiter ist, kann sich halt die komplizierteren Dinge anhören. Aber ich denke, so eine Grundvoraussetzung sollte das Buch von dem, hilf mir kurz. Pollack. Bitte? Bad Mandelic, Pflichtlektüre für Wassertrinker eigentlich, wo ich sage, wo jeder erstmal aufgeklärt wird, was Wasser wirklich bedeutet. Ja? Und das ist vielleicht diese 2-3% Hürde Wissen über Wasser. Und alles, was dann in die höhere Prozentzahl geht, damit beschäftigen wir uns ja auch noch. Ich kann nie sagen, dass ich zu 99% Wasser verstehe. Würde ich auch nie behaupten, das würde ich in keinem Thema behaupten. Aber ich denke, dass ich jemand bin, der sich so intensiv mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt hat, dass er es zum Großteil schon sehr gut verstehen kann. Ja, genau. Und sicherlich unterstützend. Genau. Unterhelfen kann. Ich würde einfach bloß nochmal sagen, dass diese Wissenschaft eher dahin geht, was ist im Wasser drin, aber das Thema Wasser an sich einfach zu kurz kommt. Und da sind wir dann aber bei Struktur, bei Energie und bei pH-Werten hin und her. Und das hat nichts mit den Stoffen im Wasser zu tun. Und von daher einfach informiert euch. Danke. Die zwei Bücher werden wir auf alle Fälle mit in der Videobeschreibung mit einblenden. Noch ein letztes Thema. Jetzt denken ja viele Bewegungen, Wasser, ich trinke Wasser mit Kohlensäure. Inwieweit sollte man das tun beziehungsweise einfach sein lassen? Ja, also es gibt viele Menschen, die können Wasser nur trinken, wenn Kohlensäure drin ist. Hat damit zu tun, dass sie noch nie gutes Wasser getrunken haben, ist meine persönliche Meinung. Weil auch Kohlensäure den Hintergrund hat, es betäubt die Geschmacksknospen auf der Zunge. So, und von daher ist das Wasser halt leichter zu trinken. Ein gutes Beispiel, das wahrscheinlich auch jeder kennt, Cola ohne Kohlensäure ist fast nicht genießbar. Also es ist die Kohlensäure, die es überhaupt möglich macht, dass man das trinkt, und das wird im Mineralwasser natürlich auch gemacht. Also es gibt viele Mineralwassersorten, wenn die Kohlensäure raus ist, ist es ungenießbar, das schmeckt brackig, es schmeckt unangenehm. Einfach mal testen und dann weiß man eigentlich, warum Kohlensäure drin ist. Hat natürlich auch noch was mit der Haltbarkeit zu tun des Wassers, wo man dann aber auch weiß, dass das Wasser wahrscheinlich schon ein halbes Jahr in dieser Plastikflasche drin ist, und damit man es überhaupt noch trinken kann, ist Kohlensäure beigemischt. Säure, sagt das Wort schon, sind wir wieder beim pH-Wert, hat nichts im Wasser zu suchen, also Vorsicht. Nun denken ja viele, sie müssten unbedingt Wasser kaufen, weil da viele Mineralien drin sind, die der Körper braucht oder auch nicht braucht. Also es sind auch Minerale drin, natürlich, ja, in einem sogenannten festen Zustand. Und unser Körper ist nicht in der Lage, die in diesem sogenannten festen Zustand wirklich zu verarbeiten. Ja. Der sogenannte photosynthetische Zustand, der von den Pflanzen genutzt wird, der wandelt diese festen Bestandteile in etwas weichere Bestandteile um. Und diese weicheren Bestandteile ist mein Körper in der Lage, zu 100% aufzunehmen. Also diese organischen... Genau. Wir fragen uns ja auch immer, warum sind die größten Säugetiere auf dieser Erde, warum ernähren die sich nur von Pflanzen?
Ja, weil sie da natürlich auch alle Nährstoffe und Minerale aufnehmen und zu 100% verfügbar. Sollte man sich dann tatsächlich fragen, wieso dem Mensch eigentlich beigebracht wird, so viel Fleisch zu sich zu nehmen. Ich bin, wie gesagt, ich sage nicht, dass man kein Fleisch unbedingt essen soll, aber aus Pflanzen gewinnst du alles, weil die Pflanzen sind diejenigen, die es wirklich umwandeln. Und wenn ich mir es aus erster Hand hole, dann ist es immer besser, als wenn ich zweite Hand oder dritte Hand kaufe. Habe ich auch eine ganz klare Meinung zu Mineralien haben und Wasser nicht zu suchen. Gehören da nicht rein, weil es, wie gesagt, die Qualität des Wassers belastet. Hatten wir vorhin schon mal, was mit der Energie zu tun hat, hin und her. Und es ist aber ein ziemlich gelungener Werbegag der Industrie. Das funktioniert ziemlich gut. Also Wasser wird uns als Nahrungsmittel verkauft. Und so sollte man sich über die Qualität der Nahrungsmittel eher Gedanken machen als um das Wasser. Weil die Natur stellt uns Wasser zur Verfügung, was extrem sauber ist durch die Destillation, also einfach durch den natürlichen Kreislauf haben wir die letzten 150 Jahre irgendwo nur noch Wasser zu uns genommen, was mit Pumpen aus der Erde nach oben befördert wird. Das gab es vorher nicht. Vorher waren Oberflächenwasser sauber. Das hat mit der Industrialisierung was zu tun. Wir haben unser Oberflächenwasser eigentlich so dreckig gemacht, dass wir es von unten holen müssen. Und jetzt kommt natürlich diese Industrie, die sagt, oh super, da sind irgendwelche Steine drin. Toll, da ist irgendwie ein Stückchen Magnesium vielleicht auch bei. Trinkt das. Was ich da jedem empfehle, hinten einfach diese Tabellen sich mal rauszunehmen und wirklich mal zu rechnen. Also ich meine, heutzutage, wir haben alle einen Taschenrechner, eine Nährwerttabelle aus dem Internet, einfach mit diesen Zahlen dort hinten vergleichen und dann kommt man bei Magnesium jetzt einfach mal auf teilweise 40 Liter, die man trinken müsste, um seinen Tagesbedarf an Magnesium zu decken. Unmöglich. Gute Werbestrategie, guter Trick, hat aber im Wasser nichts zu suchen. Genau. Und bei Magnesium sind wir tatsächlich noch bei einem Stoff, wo es noch wenig Liter ausmacht. Ja, wenn man da einfach mal zu anderen, egal, Sachen kommt, dann müsste ich 4 Stiegen zu mir nehmen. Kalzium, obwohl eine Banane ausreicht. Ne? Ja, ja. Aber gut, das ist dann Kalium und sowas. Ne? Genau. Also es ist, wird definitiv viel Geld mit Mineralwasser verdient. Also die letzten Zahlen waren so was mit 14,7 Milliarden Liter, die abgefüllt werden in Plastikflaschen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, Plastikmüll produzieren. Also 14, Milliarden leere Plastikflaschen gegen einen gewechselten Filter. Also ich glaube, das wiegt sich schon auf. Wobei ja auch den meisten Wasser gar nichts hinzugefügt wird. Ne? Also bekannt ist ja Life Plus von Monsanto, die es in Afrika einfach nur aus dem Boden pumpen, in Plastikflaschen abfüllen und dann es hier als Life Plus verkaufen. Genau. Ja, traurig. Naja. Ein bisschen traurig, genau. Ist schon, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für das Interview. Es war sehr, sehr interessant. Sehr gerne. Ich denke, wir haben viel erfahren und ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr unseren Kanal mögt, dann könnt ihr den gerne abonnieren. Ihr würdet unsere Arbeit damit optimal unterstützen oder hinterlasst uns eine Spende. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank und bleibt gesund.